wunderbares iPad. Und es wird jetzt mal ausgepackt. Geht das? Ja, es geht. Hochqualitativ Verpackung. Langsam, langsam. Schick in weiß. Alles klar. Wir holen mal das Gerät raus. Verpackung nehme ich mal ab. Denke ich mal. Also, das ist das iPad. Ansonsten haben wir hier noch ein Aufladegerät, eine Anleitung, ein Netzteil und sonst ist hier nichts drin. Dann machen wir das mal an. Hier ist ein Anknopf. Ich halte das mal gedrückt. Es geht an. Hello. Press Home to Open stand da. Ich drücke mal den Home-Button. Dann wähle ich meine Sprache aus. Dann wähle ich mein Land aus. Deutschland. Okay. Wenn Sie gar keine Option zum Konfigurieren haben, manuell konfigurieren. Sehr gut. Dann gehe ich auf NGK mit dem Lebenerinnern verbinden. Roma@norbert-gymnasium.de Passwort. So, wenn wir einmal wegschwenken, wenn Sie das iPad zu Hause einrichten, können Sie einfach Ihr WLAN-Passwort zu Hause wählen und das entsprechende Passwort aus dem heimischen WLAN wählen. Kleiner Tipp, in den meisten Fällen zu Hause ist das Passwort fürs WLAN hinten auf dem Router drauf. Genau, und jetzt habe ich es eingegeben. Ich denke mal, wenn es okay, also wenn alles richtig war, kommt dieses Zertifikat, dem vertraue ich mal. Okay, es war eine Fehlermeldung, aber man sieht es an dem Icon hier, ich bin eigentlich mit dem WLAN verbunden. Ich gehe auf Weiter. Okay, jetzt steht hier die Aktivierung des iPads. Kann einige Minuten dauern. Entfernte Verwaltung, Gymnasium, Caching für den iPad automatisch. Was passiert bei der entfernten Verwaltung? Ja, egal. Hier steht ein Text, bitte ergänzen. Ich stimme dem Ganzen zu. Dieses Gerät registrieren. Ja, Ortungsdienste. Jawohl. Et voilà. Jetzt habe ich ein iPad. Da kann ich hier... Jetzt geht nochmal den Home. Genau. Und dann bitte auf die Einstellung. Hier brauchen wir noch gar nicht. Warte mal kurz. Du siehst nämlich jetzt, dass sich das erste verändert. Mhm. Jetzt sehen Sie nämlich, dass sich das erste verändert. Wir haben die erste Zusammenstellung der Apps und das Hintergrundbild erscheint wie durch Zauberhand. Das ist durch unsere Voreinstellung, das ist durch die entfernte Verwaltung, die Sie eben bestätigt haben, passiert das. Und in dem letzten Schritt werden wir jetzt noch die dienstliche Apple-ID einrichten, die jeder Kollege hat. Dafür auf Einstellungen und oben links beim iPad anmelden. Sehr schön. Die dienstliche Apple-ID entspricht der E-Mail-Adresse eines jeden Kollegen. Wenn jemanden dieses Klack-Klack-Klack nervt... Okay. Das ist normal beim ersten Mal, das taucht danach nicht mehr auf. Mhm. Hoppala. Add. Jetzt werden Sie automatisch zum Microsoft O365 weitergeleitet und auch hier das normale Kennwort eingeben, das Sie in der Schule immer verwenden für Outlook oder um sich am Schul-PC anzumelden.
Mhm. Und an der Stelle sehen wir schon, dass es funktioniert hat. Hier hinten in dem MK. Bereich ploppt schon Maxim Chroma auf. Da kann ich bestimmt auch ein Bild einfügen von mir, oder? Bestimmt. Sehr gut. Wunderbar. Und hier steht's, ne? Maxim Chroma, dieses iPad